Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem zweiten Video heute am 24.12. mit dem Lotus-Simulator. Heute ist das neue Update erschienen, 0.50. Und das wollen wir uns heute mal so ein bisschen anschauen. Ich hätte euch gerne, ganz gerne heute schon das Streets-Modul gezeigt, allerdings... Ich finde keinen Kaufbutton. Ich kann das Ding nicht kaufen. Jedes Mal schreibt mir Steam, ich besitze dieses Spiel bereits. Oder wenn ich das Modul einzeln kaufen möchte, dann findest du keinen Kaufbutton. Das ist ein bisschen komisch. Da muss ich mich jetzt heute mal noch im Laufe des Tages mal noch mit ein bisschen rumschlagen, wieso das Ganze nicht funktioniert. Natürlich muss das wieder sein, weil ich bin ja auch arbeiten und von daher fehlt mir natürlich dementsprechend auch so ein bisschen die Zeit. Aber da werde ich mich mal so ein bisschen drum kümmern, dass ich das heute bis heute Abend vielleicht alles geregelt bekomme, dass wir das hier dementsprechend vielleicht zeigen können. Ja, heute im Laufe des Tages so. Müssen wir mal gucken. Also wird es heute auf jeden Fall noch einen Livestream geben, wo wir uns das Busmodul heute mal anschauen werden. In dem neuen Update ist ein bisschen was vorhanden, was natürlich eine relativ coole Sache ist. Das Streets-Modul ist natürlich separat erhältlich, kostet 39,99 €, wenn ihr das Ganze kaufen möchtet und schaltet natürlich den Bus frei und weitere Vehicles, ja, also weitere Standards, die ihr dann halt dementsprechend benutzen könnt. Ja, also ist nicht Pflicht, aber ihr könnt es natürlich jetzt schon unterstützen. Mit dabei ist natürlich der Bus und ja... Aber wir wollen uns erstmal auf das Update jetzt nicht immer so ein bisschen beziehen auf 1EA050 und die steht ganz groß und dick in Rot, steht hier drin, keine Backups, keine Gnade, macht Backups vor dem Start. So, was haben wir jetzt in den Simulationen? Haben wir den Rückspiegel mit Echtzeitreflexion. Einschalten im Spiel über die Grafikoption Echtzeitreflexion ist natürlich performance-relevant. Wir haben die Komplexmaterialien haben einen neuen Parameter, schräger Blick reduziert, transparent und erhöhte Reflexion. Der Hintergrund ist, dass in der Realität, je schräger man zum Beispiel eine Glasscheibe betrachtet, umso weniger Licht durchgelassen, dafür aber mehr Licht reflektiert wird. Bei Fahrzeugfensterscheiben sollte diese Parameter gesetzt werden. Ja, das sieht man jetzt ja eigentlich schon relativ gut. Ja, wenn wir jetzt hier auch nochmal in den Spiegel hier reinschauen, ne, sehen wir, das sieht schon ein bisschen anders aus. Ich starte mal die Maschine. So, wenn wir jetzt hier in den Spiegel gucken, sehen wir, ja, es gibt einen Spiegel, endlich. Ach, da habe ich mich schon so lange drauf gefreut, dass es endlich den Spiegel gibt und jetzt ist er da. Ja, und ist eine coole Sache, müsst ihr, wie gesagt, in den Optionen natürlich einschalten, dass Echtzeitreflexion dementsprechend aktiviert ist. So, was haben wir hier noch? Und eben eine Fahrebenen für Straßenfahrzeuge frei einstellbar. Amplitude und Wellenlänge. Das, wie gesagt, ist Content, den ich euch jetzt aktuell noch nicht zeigen kann, warum auch immer. Simulation Bugfix, Fehler, Absturz beim Übertragen von Broadcast über Kupplungen hinweg. Mauskoordinatenvariablen sollten nun auch in den Modulen funktionieren. Zusätzliche Logfile-Einträge, Force-Feedback-Unterstützung für Lenkräder natürlich und natürlich das Streets-Modul. Jetzt wollte ich Streets of, keine Ahnung was sagen. Das Streets-Modul wurde dementsprechend freigeschaltet. Auch gibt es neue Sachen in dem Map-Editor und hier finde ich den Punkt ziemlich interessant, denn es gibt jetzt wohl eine Filtermöglichkeit bezüglich der Quellen. Ob es jetzt Base-Content ist, Payware-Content oder also Payware Add-on, eigenes Objekt oder bestimmte Workshop-Items. Ist natürlich hier noch Feedback noch ein bisschen erforderlich, aber dass sie diese Funktion mit reinbauen, finde ich gar nicht mal so schlecht, weil manchmal nervt das echt, wenn du dann auf einmal so eine Riesenlatte im Baucontent drin hast, den du aber gar nicht benötigst, ja, weil du dann halt vielleicht deine eigenen Objekte und dann kannst du halt dementsprechend das Ganze halt auch einstellen. So, dann gibt es im Content-Tool die Fehlermeldung ohne Text wurde beseitigt. Neue Parameter für komplex normalen Material, Skalierung von normalen Maps gegenüber ihrem Mapping, Logfile-Einträge im Text-Change-Tool bei nicht vorhandener Textur des Originalobjekts eingebaut. Es gibt drei neue Prozeduren zur Steuerung des Force-Feedbacks, Stärke der Zentrierung, Reibung und Vibrationseffekt. Und es gibt neuen Content. Hier ist es der Berliner Doppeldecker-Bus. Ist das erste Mal für euch dabei. Streets-Modul erforderlich. So, dann haben wir die Krüger-Matrix. Enthält jetzt weitere Varianten für Busse. LCD-Anzeigen von TNB
Berus hinzugefügt und die Pistdatei von Berlin Bus von Steven wurde hinzugefügt. Dann gibt es natürlich noch ein bisschen was in der Language und das ist eigentlich so das große Ganze in diesem neuen Update. Wenn man es ein bisschen betrachtet, eigentlich ein bisschen schade, ist ein bisschen wenig, was dazugekommen ist. So ein Weihnachts-Update, wie ich es mir so ein bisschen gewünscht hatte, ist nicht dazugekommen. Dass jetzt natürlich Streets Lotus, also das Streets-Modul jetzt erschienen ist, war ja jetzt in der Abstimmung schon absehbar gewesen, dass es kommt. Aber was ich euch nicht zeigen kann, das ärgert mich ein bisschen. Aber ihr seht, ne, das mit dem Spiegel funktioniert auf jeden Fall. Also das ist schon zumindest in diesem Update die große neue Sache, die jetzt mit dazugekommen ist. So, und Türen öffnen, ne, und das funktioniert halt alles ziemlich, ziemlich gut. Also somit haben wir jetzt also auch Spiegel im Lotus-Simulator und ich glaube, das funktioniert zumindest jetzt schon mal bei dem GT6N. Der KT4D sollte relativ zeitnah jetzt nachgerüstet werden. Ich weiß auch nicht, ob das von vornherein schon bei allen funktioniert. Wenn man jetzt uns mal, wir nehmen jetzt vergleichsweise jetzt mal den R22B, das ist Payware-Addon. Da sollte das doch eigentlich schon drin sein. Ich hoffe mal, dass ich das Spiel jetzt nicht zum Abstürzen bringe. Das wäre jetzt ein absoluter Traum, wenn das Ganze jetzt dementsprechend auch noch abschmiert. Aber so... Nee. Hier seht ihr, ne? Also hier muss das Ganze dementsprechend noch geupdatet werden. Und bei dem KT müsste meiner Meinung nach das Ganze noch schwarz sein. Das Update ist auch noch frisch. Das kam um 23.59 Uhr am 23.12. Deswegen, ich muss das jetzt das Ganze so vor der Arbeit jetzt noch schneller aufnehmen. Deswegen hatte ich jetzt dementsprechend nicht so viel Zeit, um mich jetzt damit mit Streets of Lotus jetzt auseinanderzusetzen, warum ich das Ganze halt nicht kaufen kann. Es klappt nicht. Ich finde keinen Kaufbutton. Wie gesagt, und wenn ich den Lotus-Simulator plus Streets-Modul kaufen möchte, dann schreibt er, ich besitze dieses Spiel bereits und kann es halt deshalb nicht nochmal kaufen, was überhaupt keinen Sinn macht, weil, wie gesagt, das Streets-Modul oder aber das Raids-Modul nicht einzeln aufrufen kann, weil da steht bei mir immer NA, also nicht angegeben. Deswegen wundert mich das, dass ich hier Bilder gepostet bekommen habe, wo schon Leute mit dem Bus fahren. Weiß ich nicht, wie die das angestellt haben. Ich habe auch natürlich hier schon mal so ein bisschen nachgeguckt. Ich meine, ihr habt es gerade selber gesehen, dass ich dementsprechend halt auch kein Fahrzeug zur Verfügung habe. Da muss ich mich jetzt mal noch mal ein bisschen mal so ein bisschen auseinandersetzen. Heute ist das Laufen des Tages und dann, ich weiß nicht, ich bin ab 11 schon zu Hause, vielleicht kann ich da noch irgendwas reißen vorher. Müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze hinbekommen mit dem Streets Modul von Lotus. Ja, wie gesagt, sonst gibt es hier an der Stelle jetzt erstmal gerade nicht viel zu sagen. Das war jetzt erstmal die komplette Liste. Die könnt ihr euch natürlich auch im offiziellen Lotus-Forum natürlich nachlesen. Dann könnt ihr selbst da dementsprechend euch mal euer eigenes Bild machen. Wie gesagt, das mit dem neuen Content, da werde ich mal gucken, wie ich das Ganze halt dementsprechend machen kann. Auch kann ich halt dementsprechend nicht das Force Feedback testen, weil man braucht halt das Streets-Modul halt dazu. Lassen wir uns mal überraschen. Sonst will ich jetzt erstmal das Video jetzt erstmal cutten, weil ich brauche es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Aber das ist auf jeden Fall das neue Update von Lotus 1EA050. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns dann hoffentlich heute Laufen des Tages nochmal wieder, wenn wir uns das Streets-Modul mal anschauen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Verabschiede mich hier, bedanke mich, sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!